So, damit sind wir beim letzten Artefakt für die Woche, was wir finden können, nämlich hier oberhalb bei Retail an dem ersten Becken, sage ich jetzt mal, bei den kleineren Becken, wo das Wasser drin ist. Und denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, gern Like da lassen. Wenn du noch kein Abonnent bist, gern Abo raushauen, würde mich natürlich freuen, wenn man dich auch in den Kommentaren lesen würde. Also ich bin echt begeistert von den Leuten, die immer wieder in die Kommentare schreiben, sei es nur ein Smiley oder so. Daran sehe ich halt wirklich immer, der ein oder andere will wirklich immer wieder Support da lassen. Also vielen, vielen Dank erstmal dafür. Und wie gesagt, jede Woche gibt es anscheinend jetzt fünf Artefakte. Wir haben jetzt heute Dienstag. Die Frage ist halt immer, kommen donnerstags nochmal Artefakte raus? Weil wir wissen ja schon, wir brauchen insgesamt, warte mal, wie viel waren es? 360 Alien-Artefakte insgesamt, wenn wir alles freischalten wollen. Also sei es Tarnung, alles Mögliche, was mit dem Skin zu tun hat. Also da wird einiges noch zukommen. Probiert auch über Duos oder Team-Modus euch die kosmische Truhe zu holen, weil da sind ab und an halt auch Artefakte drin. So, denkt dran, das Ganze befindet sich halt jetzt hier bei dem kleinen Becken. Wir fliegen natürlich hin. Ich hoffe natürlich jetzt, dass hier kein Gegner ist. Aber ich denke mal eigentlich nicht. So, das Ganze befindet sich nämlich hier vorne. Dann, dann, dann. Sehe ich's. Wo ist es? Wo ist es? Na, wo hat sich's versteckt? Ach, da ist es. So, da ist das gute Ding. Er hat auch keinen Bock auf den Kill. Also, wie gesagt, hier hat sich das Ganze befunden. Denkt dran, einfach oberhalb von Retail, hier beim ersten Wasserbecken. Und in dem Sinne bin ich wieder raus. Jetzt kann ich mich in die Aufgaben für euch dran setzen und euch auf jeden Fall viel Spaß beim Leveln und haut herein.